Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf damit die unterbrochene Sitzung fortführen. Wir kommen damit zum zweiten Thema der heutigen Sitzung. Das Thema der Petition lautet diesmal Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen. Willkommen heiße ich zunächst als Petenten für die Evangelische Kirche Mitteldeutschland Herrn Christian Fuhrmann. Er wird begleitet von Herrn Thorsten Koska. Darüber hinaus begrüße ich ganz herzlich den Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Herr Steffen Bilger, der neben mir Platz genommen hat. In Hinblick auf die neuen zugekommenen Besucher auf die Tribüne mache ich nochmal darauf aufmerksam, dass die heutige Sitzung live im Parlamentsfernsehen und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages übertragen wird. Sie ist nachfolgend dann dauerhaft auf den Seiten unseres Bundestages abrufbar. Ich darf Ihnen auch noch mal kurz den Sitzungsablauf erläutern. Zunächst erhält der Petent die Möglichkeit zu einem 5-minütigen kurzen Eingangsstatement. Nachfolgend die Ausschussmitglieder jeweils in Fragen und Antworten mit der Bundesregierung und dem Petenten. Entweder eine Frage an den Petenten und die Bundesregierung oder zwei Fragen an Bundesregierung oder Petenten. Ich möchte die neuen zugekommenen Besucher auch bitten, das Mobiltelefon auszuschalten und auch von Beifalls- und Missfallensbekundungen jeglicher Art abzusehen. Das Zeigen von Spruchbändern, Transparenten oder Ähnliches ist nicht gestattet und wird entsprechend auch unterbunden. Ich darf Ihnen, Herr Fuhrmann, zunächst die Möglichkeit zu Ihrem Eingangsstatement geben. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete, verehrte Damen und Herren, das christliche Gebot der Nächstenliebe fordert, die Folgen unseres Handelns, unser Tun und Lassen zu reflektieren. Die Auswirkungen auf unsere Nächsten, auf andere Menschen und die Schöpfung, das heißt auf unsere Lebensgrundlagen, sind zu bedenken. Verantwortlich handeln wir, wenn wir erkannt haben, was zu tun ist und es auch tun. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen trägt zur Lösung einer Reihe von Problemen bei. Voran stehen Klimaschutz und Verkehrssicherheit. Tatsächlich gibt es weitreichendere Maßnahmen zur Lösung der Probleme. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ist allerdings schnell und kostengünstig umsetzbar. Beim Klimaschutz, meine Damen und Herren, wie bei der Verkehrssicherheit, geht es um Leben und Tod. Menschen im Südpazifik verlieren ihre Heimat, weil das Meer ihre Inseln überflutet. Perspektivisch wird mit bis zu 200 Millionen Klimaflüchtlingen gerechnet. Menschen sterben bei Stürmen und Überschwemmungen oder an deren Folgen, an Mangel an Trinkwasser, an Krankheiten, an Unterernährung. Mosambik ist nur ein aktuelles Beispiel dafür. Die Volkswirtschaften weltweit werden durch die Folgen der Erderwärmung extrem belastet. Ein Tempolimit von 130 wird rund 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Ein kleiner Beitrag, aber eben einer, den wir sofort leisten können. Die Zeit drängt. Wir können es uns schon lange nicht mehr leisten, nicht auch kleine Schritte zu gehen. Ein Tempolimit würde Leben auf der Autobahn bewahren. Die Unfallzahlen lassen sich senken. Wir müssten 80 bis 140 Verkehrstote im Jahr weniger beklagen. Ich habe Menschen nach der Todesnachricht eines Angehörigen als Pfarrer begleitet. Da brechen Welten zusammen. Hier geht es hier und heute um ein jedes einzelne Menschenleben. Ein Tempolimit verlangt uns allen ab, Verantwortung zu übernehmen. Entweder wir muten uns selbst Einschnitte zu oder wir schieben das auf unsere Kinder und Enkel ab. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Petition sind bereit, von ihrer vermeintlichen Freiheit abzugeben, um die Freiheit anderer Menschen zu bewahren. Andere ökologische und volkswirtschaftliche Wirkungen des Tempolimits seien kurz angedeutet. Der Reifenabrieb, der die Meere belastet, wird reduziert. Ebenso das Lärmaufkommen, der Verkehrsfluss wird homogener. Es kommt zu weniger Staus. Ja, es stimmt, die Fahrzeit für Einzelne verlängert sich. Allerdings, der allgemeine Durchfluss wird größer, mancher Stau entfällt. Das wirkt sich auf die Fahrzeit insgesamt positiv aus.
Und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, wahrscheinlich trauen sich wieder mehr ältere Menschen auf unsere Autobahn. Die Faktenlage ist eindeutig. Es gibt viele Argumente für ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen, für fast alle Staaten dieser Erde. In der Europäischen Union, für alle mit Ausnahme Deutschland, ist diese vernunftevidente Faktenlage zum Schutz von Menschenleben und Umwelt handlungsleitend. Diese Länder haben sich für ein Tempolimit entschieden, Deutschland noch nicht. Es ist an ihnen, diesen Rückstand aufzuholen. Dabei ist die Debatte nicht neu. Die SPD hat bereits 2007 auf ihrem Parteitag ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen zu ihrer Position erhoben. Laut Koalitionsvertrag sehen Sie sich der Vision Zero verpflichtet und wollen den Klimaschutz sozial gestalten. Führen Sie ein Tempolimit ein und Sie kommen beiden Zielen näher. Es gibt seit Jahrzehnten eine gesamtgesellschaftliche Debatte um ein Tempolimit. Die hat nicht der Bundestag und nicht die Regierung angestoßen. Sie kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Nutzen Sie die Situation, nehmen Sie die Verantwortung wahr. Ich komme zum Schluss. Es gilt abzuwägen, ob uns ein Tempolimit den Pariser Klimazielen näher bringt oder ob wir es uns noch leisten können, das zu unterlassen, was wir tun müssen. Es gilt abzuwägen zwischen 80 bis 100 Verkehrstoten, die wir alle nicht mehr beklagen wollen, und einer Freiheit, die Leben gefährdet. Es gilt beim Abwägen die Perspektive derjenigen mit einzubeziehen, die bereits heute und mehr noch später die Folgen unseres Tun und Lassens aushalten müssen. Um der Menschen und der Schöpfung willen, es ist an Ihnen zu handeln. Sie sollten es dringend machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fuhrmann, für dieses Eingangsstatement. Dann kommen wir zur Fragerunde. Für die CDU-CSU-Fraktion fragt Gero Stojohann. Ja, ich sage einmal herzlichen Dank auch für die Ausführungen, Herr Fuhrmann. Mich interessiert, wie Sie auf die 130 gekommen sind. Im Bundestag diskutieren wir alle 2-3 Jahre ein Tempolimit, von welcher Fraktion auch immer vorgeschlagen, 120, 130. Sie haben sich für 130 entschieden und Sie haben sich auch für Autobahnen entschieden, nicht für Begrenzung innerörtlich, als auch nicht auf Landstraßen, wie das Diskussionsprozess gelaufen ist. Und mich interessiert auch, ob in Ihren Gottesdiensten das Thema offensiv vorgetragen wird. Ich habe es bisher noch nie erlebt. Nur ist eine andere Region, verstehe ich auch. Das ist die Frage an Sie. Und ich hätte dann gerne mal von der Bundesregierung gewusst, warum wir das denn noch nicht gemacht haben, wenn das so tolle Argumente sind. Es muss ja Gründe geben, vielleicht von der Systematik her, vom Ordnungsrecht, warum man bisher nicht diesen Weg beschritten ist. Vielen Dank. Dann zuerst der Petent, bitte. Auf die 130 sind wir gekommen, weil wenn wir uns Europa umgucken, ist 130 die maßgebliche Zahl auf Autobahnen für Tempobegrenzung. Und wir wissen natürlich, dass es genauso gut die Debatte um 120 gibt. Entscheidend wird sein, dass wir auch ein Tempolimit brauchen, um einige Effekte wie Staus und andere Dinge, die uns belasten, zu verhindern. Und tatsächlich, die Debatte läuft immer um 120, 130. Wir haben aufgrund der sozusagen mehrheitlichen europäischen Erfahrung jetzt auf 130 gesetzt, wobei ich noch mal deutlich sagen will, der Effekt ist etwas deutlicher beim CO2-Ausstoß bei 120, das ist so. Da gibt es ja leider auch nur eine Studie von 1990. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, Klima und das Thema Klimawandel, Erderwärmung, Bewahrung der Schöpfung ist Bestandteil, jedenfalls in meiner Landeskirche, auch der Gottesdienste. Das heißt erstmal im Grundsatz und dann natürlich auch immer in der Fragestellung, was können wir als Einzelne tun? Und da ist der bewusste Umgang mit den Ressourcen unserer Erde, die uns nur einmal gegeben ist, ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, Herr Bilger, für die Bundesregierung. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir diskutieren ja eigentlich über zwei Aspekte. Zum einen über das Thema Klimaschutz und dann über Verkehrssicherheit, Vermeidung von schweren Unfällen. Beim Thema Klimaschutz will ich schon sagen, dass der Klimaschutzeffekt durch ein Tempolimit sehr gering wäre. Wir haben ja gerade in der Bundesregierung das Klimakabinett eingerichtet. Da werden wir unsere Vorschläge
als Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vertreten zum Klimaschutz. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen sind. Wir setzen da allerdings mehr auf Innovationen, auf Förderung, auf Anreize als auf Verbote. Und zum Thema Verbote gehört für uns auch das Tempolimit, das hier vorgeschlagen wird, also die Klimaziele im Verkehr sind zu erreichen, auch durch andere Maßnahmen. Dann beim Thema Verkehrssicherheit, ganz klar, Tempolimit ist ein Thema, das schon lange diskutiert wird. Da gibt es Argumente dafür und dagegen, das ist uns natürlich auch bewusst. Aber ich glaube, dass, wenn wir in die Zukunft schauen, das doch eher eine vergangenheitsbezogene Diskussion ist. Denn wir haben in Deutschland eine Entwicklung, dass immer mehr Autobahnstrecken mit Telematikanlagen ausgestattet sind. Für uns als Ministerium auch ein ganz wichtiges Ziel, das weiter auszubauen. Wir haben etwa 10% der Autobahnen, wo es Telematikanlagen gibt. Es gibt weitere 20% der Autobahnen, wo es bereits Tempolimits fix gibt. Es gibt 10% der Autobahnstrecken, wo immer an unterschiedlichen Stellen Baustellen stattfinden. Und dann bleiben eben noch 60% der Autobahnen, wo der Verkehr frei fließen darf. Ich will allerdings auch sagen, unsere Autobahnen sind vergleichsweise sehr sicher. Sie sind auch für den schnellen Verkehr ausgebaut. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern in Europa und außerhalb Europas die Tempolimits haben geringere Unfallzahlen, weniger tödliche Unfälle, weniger Schwerverletzte. Nachdem der Vorsitzende mich schon auf die Zeit hinweist, nenne ich weitere Argumente gerne nachher noch. Gerne. Ja, ich habe ein relativ straffes Zeitregime, damit wir gut durchkommen. Das lehrt die Erfahrung. Und bitte das zu entschuldigen, wenn ich da ab und zu ein bisschen härter drauf dränge. Für die SPD-Fraktion, Herr Kollege Schiefner, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Fuhrmann, für Ihre, wie ich finde, sehr klaren Darstellung des Gesamtzusammenhalts mit Blick auf Umweltschutz, aber auch Verkehrssicherheit. Nun hat das ja für ein bisschen Aufregung gesorgt, dass eine Kirche eine Petition in dieser Form einreicht. Mich würde auch noch mal interessieren, wie wurde das im Vorfeld in Ihrer Kirche diskutiert? Und wie haben Sie denn dann auch noch die Schelte aus dem politischen Raum empfunden, dass sich Kirchen eigentlich um andere Dinge kümmern sollten? Und die zweite Frage dann gleich auch ans Ministerium. Die Argumente, die Sie vorgetragen haben, Herr Staatssekretär, sind ja nun nicht neu. Und dennoch kommt man ja nicht daran vorbei, dass wir in Europa als Deutschland neben dem Fürstentum Andorra der einzige Staat sind, der kein Tempolimit hat. Und neben dem Umwelteffekt, Sie haben es angesprochen, die Verkehrssicherheit. Ich meine, jeden Toten, den man durch Maßnahmen verhindern kann, ist, da muss man ran. Und jeder Tote ist einer zu viel. Also außer den Allgemeinplätzen möchte ich schon noch ein bisschen konkreter von Ihnen wissen, wie Sie auch wissenschaftlich belegen, entgegen anderer Studien, dass ein Tempolimit komplett ohne Wirkung sei mit Blick auf den Klimaschutz und die Verkehrssicherheit. Denn da gibt es ja auch Unterlagen, Stellungnahmen, Gutachten von anderen Seiten, die dies eindeutig belegen. Und Kleinvieh macht auch Mist. Selbst wenn ich nur 1 Million Tonnen CO2 einspare, denke ich, ist das in dem Gesamtkonzept schon eine ganz wichtige Sache. Vielen Dank. Dann Herr Fuhrmann, bitte. Der Beschluss, die Petition einzureichen, ist gefallen in einem Leitungsgremium unserer Kirche, in dem Landeskirchenrat. Und da kann ich Ihnen sagen, da wurde auch schon heftig diskutiert. Und das ist gut so. Wir sind als Kirche auch ein Spiegel der Gesellschaft. Wir haben die unterschiedlichen Themen auch bei uns. Und wir müssen dieses alte Thema tatsächlich auch gesellschaftlich, das sage ich ganz deutlich, wir haben ein sehr schönes deutsches Petitionsrecht, wo im gesellschaftlichen Kontext auch eine Kirche mal ein Thema setzen kann und das diskutiert wird. Dass es da Schelte gibt, ich halte es besser, wenn Kirche sich so einbringt in den Diskurs, als mit synodalen Verlautbarungen. Ich halte es für wichtig, dass wir uns als Kirche auch in den Diskurs einbringen. Und das haben wir getan. Und ja, und mit den Gegenargumenten kann man leben. Herr Staatssekretär, bitte. Herr Kollege Schiefner, ich habe natürlich nicht gesagt, dass ein Tempolimit keinerlei Auswirkungen auf Klima und Verkehrssicherheit hätte. Natürlich gibt es da Effekte. Es ist allerdings nur die Frage für uns als Politiker, die Abwägung zu treffen. Und wenn Sie die europäische Diskussion ansprechen, die europäische Situation, will ich schon darauf hinweisen, dass es in Österreich beispielsweise einen Modellversuch gibt. Österreich hat ja ein generelles Tempolimit, wo die jetzt mal auf 2 Autobahnstrecken 140 zulassen, also eine höhere Geschwindigkeit. In Italien gibt es die Debatte, ob das generelle Tempolimit teilweise aufgehoben werden sollte.
Warum führen diese Länder diese Diskussion? Ja, auch wegen den ganzen Entwicklungen, die wir in ganz Europa erfreulicherweise sehen, was Technologie, Innovation anbelangt. Ich habe schon das Thema Telematik angesprochen, also bessere Verkehrslenkung, Anlagen, wo man je nach Verkehrslage, nach Wetterlage die Geschwindigkeit entsprechend anpassen kann. Das sind die wirklichen Zukunftslösungen. Autonomes Fahren wird immer wichtiger. Die Autos kommen jetzt auf die Straße. Wir reden über Car-to-Car-Kommunikation. Also wenn man mal in die Zukunft schaut, dann werden generelle Tempolimits nicht die Lösung sein, sondern das sind dann wirklich eher Ansätze aus der Vergangenheit. Und wenn es um Klimaschutz geht, will ich schon mal darauf hinweisen, jetzt in Zeiten, wo immer mehr Elektroautos oder jetzt auch die ersten Wasserstofffahrzeuge auf unsere Straßen kommen, ist ja die Argumentation nicht ganz stringent, dass man dann für alle Fahrzeuge aus Klimaschutzgründen ein Tempolimit vornehmen müsste. Wir haben, wie gesagt, unseren Vorschlag eingebracht ins Klimakabinett mit umfangreichen Maßnahmen, wie der Verkehrssektor die Klimaziele erreichen kann. Vielen Dank für die AfD-Fraktion. Herr Wieler, bitteschön. Ja, die Frage, ob das klug ist, dass die Kirche sich in politische Diskussionen in der Form einbringt, wurde schon gestellt. Vielleicht beschädigt sie damit ihre moralische Autorität. Gut, kann auch passieren durch selektives Diskutieren auf Kirchentagen. Aber nachdem die Frage schon gestellt war, möchte ich mich auf einen anderen Punkt konzentrieren. Und zwar die Wirkung eines Tempolimits auch aus Sicht der Petition, aus Sicht der Petenten. Herr Fuhrmann, es könnte es nicht sein, dass die Petition hauptsächlich eingebracht wurde, unterschrieben wurde, von Bürgern unseres Landes, die entweder gar keine Autofahrer sind oder die jedenfalls zu den eher Zeitreichen gehören. Und dass im Umkehrschluss aber die, die nicht so viel Zeit haben, bei einem strengeren Tempolimit auch, also gerade Geschäftsleute zum Beispiel, auf das Flugzeug umsteigen könnten, sodass am Ende die CO2-Bilanz eines Tempolimits gar nicht in die von Ihnen gewünschte Richtung gehen könnte. Eine Frage möchte ich noch an die Bundesregierung richten. Die betrifft die auch schon angesprochene Frage nach der Verkehrssicherheit. Wenn man die Zahlen genauer ansieht, dann kann man sogar zu dem Schluss kommen, dass es auf den Strecken, auf den Autobahnteilstrecken, die ein Tempolimit haben, das ist ungefähr ein Viertel, dass es da sogar mehr Tote gibt als auf denen ohne Tempolimit. Wobei ich davon aber ausgehe, dass das jetzt kein Wirkzusammenhang ist, sondern dass es einfach daran liegt, dass es gefährlichere und weniger gefährliche Autobahnabschnitte gibt. Und auf den gefährlichen wird ein Tempolimit schon verhängt sein. Also die Hypothese ist, aber da möchte ich jetzt die Bundesregierung eben genau fragen, ob sie Zahlen hat, die das entweder bestätigt oder auch widerlegen kann. Ja, letzter Satz jetzt für die Frage. Stimmt die Hypothese, dass die Straßenverkehrsbehörden sowieso schon recht treffgenau sind mit dem Festlegen von Tempolimits auf den Teilstrecken, Autobahnteilstrecken, wo es halt gefährlich zugeht? Vielen Dank. Dann Herr Fuhrmann wieder. Also ganz kurz, da kann ich Sie fast beruhigen. Eine ganze Reihe Vielfahrer haben auch gesagt, nee, das ist sinnvoll, auch unsere Erfahrung. Die zeitlichen Einsparungen, das werden Sie ja auch wissen, halten sich ja durchaus in einem gewissen Rahmen. Wir würden aber gerne auch noch mal kurz reagieren auf Fragen der Verkehrssicherheit und der Verkehrssteuerung. Und da würde ich Herrn Koska gerne das Wort geben. Ich würde gerne aus wissenschaftlicher Perspektive kurz was zu den Einlassungen des Verkehrsministeriums sagen. Zum einen, Verkehrsministerium sagt, wir setzen auf Technik, um die Klimaziele zu erreichen. Aus Umweltperspektive müssen wir leider sagen, es reicht nicht, auf eine Strategie zu setzen. Es ist aktuell notwendig, auf verschiedene Strategien parallel zu setzen. Wir haben im Verkehrssektor seit 1990 genau null Einsparungen im gesamten Verkehrssektor an CO2-Emissionen. Und um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu erreichen, ist es eben notwendig, parallele Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn wir eine Maßnahme haben, die eben 1% Wirkung bringt, dann ist es eine von 100 Maßnahmen, die zusammen 100% erbringen. Zum Zweiten das Thema Verkehrssicherheit. Sicher sind die Straßen in Deutschland, auch aufgrund ihrer großzügigen Dimensionierung, eben sicherer als in vielen anderen europäischen Staaten. Allerdings hat die Koalition eine Vision Zero verabschiedet oder auch ein Ziel bis 2020, die Verkehrstoten um 40%
zu senken. Und diesem Ziel kommen die aktuellen Zahlen nicht näher. Und wissenschaftliche Studien zeigen, dass, also auf internationaler Ebene zeigen, die Durchschnittsgeschwindigkeit um 5% zu senken, kann die Zahl der Verkehrstoten um 20% senken. Eine Feldstudie in Brandenburg zeigt, dass auf Autobahnstrecken, die vorher unbegrenztes Tempo hatten, das heißt im Prinzip von der Sicherheit her, ganz normale Autobahnstrecken waren, die dann mit Tempolimit ausgestattet wurden, eine Halbierung der Verkehrstoten möglich ist und eine Hochrechnung vom Spiegel, die auch vom Verkehrssicherheitsgremium der Unfallversicherer bestätigt wurde in ihrer Plausibilität, kommt zu dem Ergebnis, dass eben diese 140 Unfalltoten weniger möglich sind. Die Zeit. Letzter Punkt. Naja, eigentlich nächster Punkt erst. Sie kommen nochmal dran. Okay. Das ist immer, Sie müssen jetzt nicht die ganze Pulver verschießen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Danke. Bitte. Dann ja. Bundesregierung, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, ja, Herr Kollege Wille. Verkehrsbeschränkungen, Tempolimits können dort verhängt werden, wo es die Verkehrssicherheit erfordert. So ist es heute in Deutschland, also da, wo die Verkehrssicherheit gefährdet ist durch zu schnelles Fahren, da kommen Tempolimits zur Anwendung. Da gibt es auch viele Strecken in Deutschland, wo das schon der Fall ist. Sicherlich ist dann auch so, dass es vor allem dann die Strecken betrifft, wo es natürlich davor auch mehr Unfälle gegeben hat, sodass man zu dieser Konsequenz gekommen ist. Mit Studienlage und den Vergleichen der verschiedenen Argumente, die ja eingeführt werden, ist wie so oft nicht ganz einfach. Man muss auch sehen, dass ja nicht die Geschwindigkeitsbeschränkung immer eingehalten wird. Also es kommt ja auch darauf an, wie schnell dann wirklich gefahren wird, wie schnell vor allem dort gefahren wird, wo es nicht so sicher ist. Und ich will auch noch darauf hinweisen, dass es auch einen Aspekt gibt, der uns von der Wissenschaft eben auch gesagt wird, dass zu eintöniges Fahren auch ein Risiko für die Verkehrssicherheit gibt. Also da gibt es schon unterschiedliche Argumente, die da zu berücksichtigen sind. Zu den Anmerkungen des Petenten von gerade eben, also zum einen die Diskussion ums Klima ist eine sehr politische, die ja die evangelische Kirche hier führt. Wir haben, wie gesagt, unsere Vorschläge eingebracht und Sie sollten sich vielleicht mit denen dann auch mal beschäftigen, weil es nämlich nicht nur um einzelne Themen geht, sondern geht es um die Förderung des Rad- und Fußverkehrs, um die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, um alternative Kraftstoffe. Wie können wir mehr Güter auf die Schiene bringen? Was können wir für Effekte durch die Digitalisierung erreichen? Und diese Maßnahmen insgesamt sind das Paket, das wir ins Klimakabinett eingebracht haben. Genau. Vision Zero. Machen wir in der nächsten Runde. Okay. Hebst du dir auf. Dann für die AfD war, jetzt kommt die FDP-Fraktion. Herr Sauter, bitte. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Herr Fuhrmann, uns würde interessieren, auch nachdem das Entstehen der Petition kurz skizziert wurde, was genau der Zeitpunkt dieser Petition ist und welchen theologischen Kontext Sie sagten ja eben auch im Vorwort Schöpfung, Sie herstellen, denn in der Petition ist davon keine Rede. Die Frage auch dessen, Sie behaupten, durch die Einführung eines generellen Tempolimits 130 Verkehrstote zu reduzieren, nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Sicherheitsniveau auf deutschen Autobahnen in Europa mitunter das höchste ist und vergleichbare Länder, die Sie auch eben beschrieben haben, höhere Unfallzahlen auch aufweisen, wie Österreich, Belgien und Frankreich, also speziell auf Autobahnen, 10% der Unfälle nur im Straßenverkehr passieren. Zweite Frage an die Bundesregierung. Kann überhaupt nachvollziehbar berechnet werden, dass dieser CO2-Ausstoß, es ist eben von 2 Millionen Tonnen gesprochen worden, durch Einführung eines Tempolimits überhaupt erreicht wird? Oder sind tatsächliche Zahlen sogar noch geringer, vor dem Hintergrund auch einer Auswertung, Umfrage, dass tatsächlich nur etwa ein Drittel der Autofahrerinnen und Autofahrer schneller als 130 aktuell fährt? Danke. Vielen Dank. Herr Fuhrmann, bitte. Ja, erstens, also ich sage ganz deutlich, die Debatte um das Tempolimit ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Das hat natürlich politische Auswirkungen, aber grundsätzlich sind wir als Kirche und fühlen wir uns als Kirche. Und das ist in den Petitionsanlagen auch schon sehr deutlich, der Schöpfungsverantwortung verbunden. Das heißt, es ist auch eine alte Tradition als eine Kirche, die aus dem Osten kommt, dass wir den konziliaren Prozess, zu dem auch die Bewahrung der Schöpfung gehört, bei uns in der Verfassung stehen haben als evangelische Kirche in Mitteldeutschland und da uns auch einbringen eben in Fragen des Klimawandels, des Umweltschutzes und natürlich des Lebensschutzes sowieso. Und im Hinblick auf die zweite Seite Ihrer Frage würde ich gerne
Herrn Koska das Wort geben. Ja, also nochmal eingehend auf die Frage, wie die Zahl der zurückgehenden Verkehrstoten sozusagen zustande gekommen ist. Da ist eine konservative Abschätzung darüber gemacht worden, welche Anzahl von Verkehrstoten auf den bisher mit Tempolimit ausgestatteten Strecken im Vergleich zu den Strecken ohne Tempolimit passieren. Und dort ist die Abschätzung deshalb konservativ, weil wir die Strecken, die heute schon mit Tempolimit ausgestattet sind, prinzipiell die unsichereren Strecken sind, weshalb dort auch im Schnitt mehr Unfälle pro Streckenkilometer passieren. Das heißt, wenn wir diese Zahl 140 Verkehrstote pro Jahr weniger, ist sozusagen schon eine konservative Abschätzung. Okay, vielen Dank. Dann Herr Staatssekretär Bilger. Ja, Herr Kollege Sauter, Sie haben gefragt, ob diese Klimaeffekte nachvollziehbar berechnet werden können. Wir haben ja diese öffentliche Diskussion gehabt rund um die nationale Plattform Zukunft der Mobilität, wo es ja einer der Vorschläge, die in einer Arbeitsgruppe genannt wurden, war, ein generelles Tempolimit einzuführen. Dort haben wir verschiedene Studien beauftragt für diese nationale Plattform und die kommt zum Ergebnis, dass ein Tempolimit von 130 km/h eine Einsparung von 1 Million Tonnen CO2, also nicht 2 Millionen wie der Petent eingeführt hat, bedeuten würde, also eine geringere Einsparung. Dann will ich die Gelegenheit nutzen, zum Thema Vision Zero und der Bedeutung für unsere Politik in der Verkehrssicherheit etwas zu sagen. Die Vision Zero hat für uns eine enorme Bedeutung. Wir sind auch mit unterschiedlichsten Maßnahmen, denke ich, erfolgreich unterwegs, die Anzahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten zu reduzieren. Auch da wieder im europäischen Vergleich kann sich Deutschland da absolut blicken lassen. Wir sind jetzt allerdings in einer Phase, wo es schwierig ist, nochmal einzelne Maßnahmen zu beschließen, die einen sehr schnellen Effekt bringen. Also Sie haben ja, denke ich, auch die politische Debatte verfolgt, zum Beispiel über das Thema Abbiegeassistenzsysteme, wo wir sehr dahinterher sind. Auch das hat eine Bedeutung für viele Unfälle. Aber es kommt jetzt eben noch ein Effekt dazu, dass wir ein Bevölkerungswachstum in Deutschland haben, dass wir ein Verkehrswachstum haben durch das Wirtschaftswachstum. Das macht es natürlich umso schwieriger, noch weitere Reduzierungen zu erreichen. Trotzdem hat es für uns höchste Priorität, wie man, glaube ich, an vielen Beispielen aus unserem Ministerium auch immer wieder sehen kann. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke fragt Frau Steingebler. Ist nicht so, wie ich will, dann nehme ich das. So. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal vielen Dank an die Petenten für die Petition und ihren Argumenten ist in meinem Verständnis eigentlich nicht viel hinzuzufügen und ich habe auch kein Problem, dass die Petition von Ihnen kommt. Sie als Kirche sind für mich Interessenvertreter und es wird ja nicht nur in der Kirche darüber diskutiert, sondern die Gesellschaft diskutiert Limit. Und insofern vielen Dank dafür. Meine Frage an Sie, welche weiteren Vorteile gibt es noch bei einem Tempolimit? Vielleicht können Sie dazu noch mal was ausführen. Sie hatten ja schon begonnen, damit auszuführen. Und an die Bundesregierung die Frage, ob es ein Modell gibt, wo also gerechnet wird, wie viele Tonnen klimaschädliche Treibhausgase durch Tempolimit eingespart werden. Sie haben jetzt von 0,5% gesprochen oder jetzt haben Sie die 1 Million, also zumindest in einer Antwort an uns haben Sie von 0,5 gesprochen. Und wie haben Sie denn das herausgefunden? Welche Ergebnisse und welche Forschungen wurden da gemacht? Und es geht auch noch mal um die Verkehrstoten. Hatte hier die Bundesregierung eine vergleichbare Statistik, wie viele Verkehrstote auf Strecken mit Tempolimit und auf Strecken ohne Tempolimit sind? Sind die belegbar, diese Studien, und was resultiert daraus? Und eine Frage, heute Abend ist ja der Autogipfel, wird heute Abend das Thema 130 km/h heute Abend eine Rolle spielen? Dankeschön. Dann der Petent, Herr Fuhrmann. Ich würde das Wort Herrn Koska geben. Herr Koska. Ja, zum Thema weitere Vorteile bzw. Co-Benefits. Zum einen erleben wir gerade eine forcierte Entwicklung der Elektromobilität. Und in dem Kontext wird das Tempolimit sicherlich eine fördernde Wirkung haben, insofern, als dass Elektromobilität ja mit momentan noch recht begrenzten Batteriekapazitäten unterwegs sind. Jede weitere
mitgeführte Batteriekapazität macht das Auto teurer und von der Umweltbilanz halt auch problematischer. Und bei höheren Geschwindigkeiten, insbesondere über Tempo 100, über 130, steigt der Energieverbrauch stark an, sodass wir, wenn jemand vielleicht 150 statt 100 fährt, etwa mit einer Halbierung der Reichweite rechnen müssen, sodass hier ein Tempolimit dazu führen kann, dass sozusagen die Vorteile von Elektromobilität besser ausgespielt werden können und auch Autos mit großer Reichweite verkauft werden können, ohne gleich eine riesige Batterie einbauen zu müssen. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, autonomes Fahren ist nach aktuellen Erkenntnissen über den Stand der Technik deutlich einfacher möglich, wenn die gefahrenen Geschwindigkeitsunterschiede geringer sind, sodass, wenn hier eine Einführung von autonomem Fahren anvisiert wird, das durch ein Tempolimit unterstützt werden kann. Und zum Dritten, wir erleben eine starke Motorisierung, auch bei den konventionellen Fahrzeugen. Hatten wir vor 20 Jahren im Schnitt 100 PS, sind wir heute bei 150. Und auch dort kann ein Tempolimit dazu beitragen, sozusagen eine Abrüstung bei der Motorisierung mitzubewirken. Vielen Dank. Herr Staatssekretär Bilger, bitte. Ja, vielen Dank zu den Fragen von Frau Kollegin Steinke. Zum einen, welches Modell haben wir da zugrunde gelegt? Also ich kann Ihnen sagen, wer das für die nationale Plattform berechnet hat, das MKS-Konsortium und das Öko-Institut. Und die haben dann eben den Auftrag gehabt, zu verschiedenen Geschwindigkeiten die Einsparpotenziale zu errechnen. Dabei kam eben das Ergebnis zustande, für 130 wäre das 1 Million Tonnen CO2. Wenn es noch weiter reduziert werden würde, natürlich höhere Einspareffekte. Und es wurde auch untersucht, wie sich es auswirken würde, wenn man Tempolimit runtersetzen würde auf den Bundes- und Landesstraßen, um das eben alles in diese nationale Plattform einzubringen, dort diskutieren zu können. Es ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir diese nationale Plattform gerade eingerichtet haben, um alle Fragen der Mobilität der Zukunft offen diskutieren zu können. Da wird es nicht so sein, dass alles, was an Empfehlungen aus der nationalen Plattform kommt, sofort von der Bundesregierung 1:1 übernommen wird. Aber es ist durchaus erwünscht, dass wir da offene Diskussionen führen können. Dann haben Sie gefragt, ob wir eine Studie haben zu Vergleichsstrecken mit und ohne Tempolimit. Also eine Studie haben wir meines Wissens nicht. Es gibt eben statistische Erhebungen, wo man dann vergleichen kann, die Anzahl der Verkehrstoten auf Strecken mit und ohne Tempolimit. Allerdings muss ich eben auch da wieder darauf hinweisen, es macht schon einen Unterschied, wie die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit aussieht. Also die kann ja auch beim Tempolimit deutlich überhöht sein oder natürlich kann man auch, wenn es kein Tempolimit gibt, deutlich langsamer fahren, als wie viel auch immer das Auto hergibt. Heute Abend bei dem Treffen zur Zukunft des Automobils in Deutschland ist es meines Wissens kein Thema. Vielen Dank. Dann kommen wir nun zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Stefan Kühn, bitte. Vielen Dank, Herr Fuhrmann, für diese Petition. Anders als der Ausschussvorsitzende glaube ich nicht, dass es Aufgabe der Politik ist, der Kirche vorzuschreiben, zu welchen Themen sie sich zu äußern hat oder sie nicht. Und ich glaube auch, dass das Gängeln der Autofahrer nicht an dem Tempolimit liegt, sondern eher an dem dichten Auffahren, Lichttuben und mit überhöhter Geschwindigkeit und Raserei. Die Fragen. Es gibt eine schöne Kampagne vom BMVI, geht es ums Helmtragen. Und da hat der Sprecher des Ministers getwittert, Zitat, wenn mit unserer Kampagne das Leben nur eines jungen Menschen gerendert würde, nehme ich jeden Shitstorm gerne in Kauf. Ich frage mich, wenn dort sozusagen bei dieser Kampagne es wirklich darum geht, jedes einzelne Leben zu retten, warum misst man beim Tempolimit da mit unterschiedlichem Maß und ist da wie die Bundesregierung dagegen? Die Frage stelle ich also auch an die Bundesregierung. Und die zweite Frage bezieht sich nochmal auf das Thema CO2-Einsparung. Wir haben ein Ausstoß an CO2 gesamt 2008 von 907 Millionen Tonnen gehabt. 0,5% davon sind 4,5 Millionen Tonnen. Also entweder können Sie nie rechnen oder das wird hier falsch dargestellt. Ich komme bei 0,5 beim Gesamtemissionsausstoß, und das ist ja das, auf was Sie sich beziehen in Ihrer Stellungnahme, auf 4,5 Millionen Tonnen. Das ist doppelt so viel als nach der Berechnung des Verkehrsministers die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bringt. Warum soll diese Maßnahme, die nichts kostet, nicht sinnvoll sein? Die erste Frage ging auch an die Bundesregierung oder an, das kam nicht ganz raus. Die ging an beide und okay. Die zweite ging explizit an den zuständigen Staatssekretär. Gut, dann zunächst der Petent, bitte. Ja,
Für uns ist, wie gesagt, der zweite Teil, den ich auch hier kurz in dem Statement eingebracht hatte, tatsächlich handlungsleitend, weil wir als Kirche auch regelmäßig mit diesem Phänomen zu tun haben, dass eben Familien zerstört werden aufgrund von Unfällen. Das ist sozusagen für uns die Herausforderung, gemeinsam in dieser Gesellschaft danach zu fragen, was wir tun können, dass weniger Menschen davon betroffen sind. Und wissen Sie, ich finde es immer fast schwierig, wenn dann so mit Zahlen jongliert wird. Der eine sagt, es sind 60, der andere sagt 80. Die Verkehrspolizeigewerkschaft im Nordrhein-Westfalen hat etwa von 20% derer, die auf nicht limitierten Strecken tödlich verunglücken, hochgerechnet und kommt auch auf mindestens 80. Ich glaube, wir haben alle die Herausforderung, genau darauf zu achten, jedes Leben zu retten. Und darum geht es mir. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte. Ja, vielen Dank vielleicht zur Erläuterung. Bei dieser Kampagne ging es jetzt nicht um die Einführung einer Helmpflicht, sondern es war eine Kampagne, die für das Helmtragen geworben hat. Wir haben in Deutschland keine Helmpflicht beim Fahrradfahren, auch aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ich kann allerdings dann die Kritik der Grünen an unserer Kampagne nicht so ganz verstehen. Also es hat keiner so heftig kritisiert wie Ihre Fraktion. Wir haben ganz unterschiedliche Kampagnen zur Verkehrssicherheit. Das ist ja den Bundestagsabgeordneten bekannt, dass wir auch immer mehr Geld dafür ausgeben, für diese Verkehrssicherheitskampagnen. Die richten sich an die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer und natürlich nicht nur an die Fahrradfahrer, sondern auch an die, die Auto fahren. Ich gebe zu, mit Ihrer Darstellung der Zahlen und Prozente und so weiter haben Sie mich jetzt gerade etwas verwirrt. Das müssen wir vielleicht dann einfach nochmal austauschen. Also ich habe jetzt gerade die Berechnungen der Studie für die nationale Plattform Zukunft der Mobilität in Millionen Tonnen CO2-Einsparung genannt. Alles Weitere können wir dann gerne nochmal im Nachgang abgleichen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Runde und ich darf auch hinweisen, dass entweder eine Frage an den Petenten und die Bundesregierung oder zwei Fragen an einen Petenten, an den Petenten oder die Bundesregierung. Also nicht zwei Fragen an die Petenten und zwei Fragen an die Bundesregierung. Das macht es auch für den Petenten und die Beantwortung innerhalb von einer Minute schwierig. Ich wollte nur noch mal an unsere selbstgesteckten Regeln ein wenig erinnern. Dann Gero Stoyer noch mal. Bitte. Als Verkehrssicherheitspolitiker machen wir uns jetzt jahrelang schon Gedanken, wie wir die Verkehrssicherheit erhöhen können und in jedem Bereich. Von den ungefähr 3.300 Toten in Deutschland, das ist das eine. Wir haben Schwerstverletzte, das ist noch ein anderer Fakt. Haben wir an die 1.000 Motorradfahrer und Fahrradfahrer insgesamt. Das ist ein Problem, das wir nicht auf Autobahn lösen, sondern woanders. Insofern die Zuspitzung jetzt nur Autobahn löst das Problem, so würde ich problematisch sehen. Die Kirchen machen selbstverständlich Motorradtreffen und mit Gottesdienst und das wird alles positiv dargestellt, das Motorradfahren. Ich bin auch für Motorradfahren zuständig. Ich kann alles hinterfragen und zuspitzen. Und gerade beim Fahrradfahren, was wir fördern, wissen wir, dass wir dadurch natürlich, je mehr Fahrrad fahren, wir auch mehr Unfälle produzieren und es wird mehr Unglück geben. Deswegen sagen wir nicht, wir wollen auf das Fahrradfahren verzichten, wir wollen nicht auf das Motorradfahren verzichten. Auf das Motorradfahren, da haben wir eine Beschränkung, 100 Kilometer auf Landstraßen. Das Problem ist, dass wir es nicht kontrollieren können. Wir wollen es kontrollieren, aber wir können es nicht. Und die Leute fahren 160, 170, wir haben ein Lärmproblem, wir haben ein Sicherheitsproblem und wir können es nicht lösen. Also wir können in vielen Dingen was machen, aber uns sind auch rechtlich die Hände gebunden. Und deswegen, meine Frage, die jetzt gefordert wird, ist natürlich nicht ganz einfach zu stellen. Ich bin ratlos, wie wir das Problem lösen. Aber mit jetzt einem Thema, jetzt das pressmäßig zu machen, jetzt nur so und dann haben wir das Problem gelöst, dem ist nicht der Fall. Und deswegen plädiere ich für einen ganzheitlichen Ansatz und das Randstellen. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr schlechte Politiker, finde ich auch nicht in Ordnung. Und deswegen, ich bin für eine Freiwilligkeit und deswegen nochmal eine allgemeine Stellungnahme zu meinen Ausführungen. Gut. Dann eine allgemeine Stellungnahme zu den Ausführungen des Kollegen Stojohann, bitte, von Herrn Fuhrmann. Also ganz kurz, uns ist vollkommen klar, dass das ein Teil aus dem Portfolio der Themen ist, die Sie benennen. Und da bin ich Ihnen ziemlich nah. Aber es ist ein Teil, über den schon lange diskutiert wird. Und den wir tatsächlich in dieser Gesellschaft aufgreifen sollten und wo wir uns mal einigen sollten, weil er auch
im weltweiten Kontext durchaus, das ist ja eingeführt worden, Bedeutung hat. Und zu den anderen Dingen vielleicht, was man noch alles tun kann, vielleicht Sie noch zwei, drei Worte. In aller Kürze. Kriegt ihr nicht zwei Minuten? Deswegen. Zum Thema Radfahren und Unfälle ist es sicherlich so, dass in den Ländern, wo der Radverkehrsanteil wesentlich höher ist als in Deutschland und wo auch die Radverkehrsinfrastruktur dementsprechend mitgewachsen ist, wir deutlich weniger Unfälle pro gefahrenen Radkilometer haben. Insofern mag das ein Übergangsphänomen sein. Zum anderen stimme ich tatsächlich zu, dass ein Tempolimit auch innerorts sinnvoll ist und auch auf Landstraßen sinnvoll ist und dass auch eine Ahndung von Tempolimit, sei es einerseits durch verstärkte Geschwindigkeitskontrollen, zum anderen durch eine höhere Sanktionierung zielführend sein kann. Herr Staatssekretär, bitte. Ja, zu den Anmerkungen des Kollegen Stojan will ich unterstreichen, dass es schon wichtig ist, dass man die Kontrolle auch tatsächlich wahrnimmt, also dass da, wo es Regeln gibt, die der Verkehrssicherheit dienen, dann auch die Einhaltung der Regeln streng überwacht wird. Wenn wir über Vision Zero diskutieren, fühle ich mich gleich erinnert an die Diskussion, die wir zu den Elektrokleinstfahrzeugen hatten. Also wir können natürlich auch sagen, wir lassen Elektrokleinstfahrzeuge in Deutschland nicht zu, weil wir wissen, dass es dadurch auch Unfälle geben wird. Aber es ist eben auch ein wichtiger Bestandteil der Mobilität der Zukunft für uns. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und das sind immer diese Abwägungen, die wir zu treffen haben. Also klar, absolut im Blick, die Vision Zero, Verkehrssicherheit, Reduzierung der Zahl der Toten und der Schwerverletzten im Verkehr, aber am Ende bleibt es dann doch immer eine Abwägung. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass die absolute Mehrzahl der Verkehrsunfälle auf individuelles Fehlverhalten zurückzuführen ist. Und da hilft uns vieles, was unter dem Stichwort Mobilität der Zukunft läuft, also dass die Fahrzeuge immer sichere Systeme haben und dass die Systeme im Fahrzeug immer mehr unterstützen, aber natürlich auch die Entwicklung hin zum autonomen Fahren. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber wir haben ja erste Anwendung des automatisierten Fahrens schon in vielen Fahrzeugen und da setzen wir eben auch bei diesem Punkt sehr stark auf Innovation und Technologie. Vielen Dank. Für die SPD, Herr Schiefner nochmal. Also Freiwilligkeit ist immer so ein Thema, dann könnte ich ja auch die Anschnallpflicht abschaffen. Ich könnte Tempolimits in Ortschaften abschaffen und immer nur appellieren, dass sich alle an diese Vorgaben da halten. Also ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt. Rund 62% der Autofahrer fahren eh nicht schneller als 150 auf der Autobahn. Es gibt dann nochmal 25%, die dann meinen, sie müssen schneller als 150 fahren und sogar schneller als 170 fahren. Wenn man sich die Zahlen anguckt, denke ich, ist auch vor diesem Hintergrund mit Blick auf die Verkehrssicherheit, und jetzt kann man sich über den CO2-Ausstoß eine Tonne mehr, eine Tonne weniger ja sicherlich streiten, schon allein unter diesem Gesichtspunkt, finde ich, ist es gerechtfertigt, ohne hier dem Bürger große Lasten aufzulegen, hier über ein Tempolimit nachzudenken. Und Sie haben angesprochen, dass zwei Staaten, Italien und Österreich war es, Herr Staatssekretär, darüber nachdenken, jetzt Modellprojekte zu fahren von 130 auf 140. Warum fahren wir nicht mal ein Modellprojekt? Und das ist meine Frage, können Sie sich sowas vorstellen, mal über einen gewissen Zeitraum hier in Deutschland als Modellprojekt ein Tempolimit einzuführen, das auszuwerten mit Blick auch auf die Verkehrstoten und die Unfälle und dann endgültig darüber zu entscheiden, ob wir es machen oder nicht, aber über mehrere Jahre erst mal einführen. Vielen Dank. Das war eine Frage an den Staatssekretär. Bitte schön, Herr Bilger. Ja, also ist das schon immer die Auswirkungen von Vorschriften abwägen. Bei einer Anschnallpflicht sehe ich jetzt keinen Nachteil für irgendjemanden. Beim generellen Tempolimit sehe ich schon Nachteile, also beispielsweise für Pendler oder wir sehen es eben nicht als problematisch an, wenn jemand bei freier Strecke, bei gutem Wetter nachts auch mal schneller als 130 km/h fährt. Modellprojekt, ich weiß jetzt nicht, was uns das groß noch an Vorteilen bringen könnte. Also wir haben, wie gesagt, 20% der Strecken in Deutschland mit Tempolimits, wir haben 10% mit Telematikanlagen, wir haben weitere 10% etwa immer, wo baustellenbedingte Tempolimits verhängt sind. Also da haben wir durchaus schon den Vergleich und wir wissen eben auch, dass die Anzahl der Verkehrstoten in Deutschland geringer ist als in vielen Staaten, die ein generelles Tempolimit auf den Autobahnen haben. Also ich denke, die Argumente sind bekannt. Ich würde mal sagen, uns auch seit Jahren bekannt. Die Diskussion führen wir auch seit Jahren. Aber so kann natürlich jeder auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Herr Wiele, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe zunächst eine Bitte. Das ist jetzt
keine Frage im eigentlichen Sinne, sondern da stehen Zahlen gegen Zahlen und das im Nachgang zu klären. Nach meinen Unterlagen gab es im Jahr 2017 auf Autobahnen überhaupt nur 215, also jeder ist einer zu viel, aber trotzdem mehr 215 Tote im Pkw-Bereich. Und wenn man die Zahl jetzt um 140 reduzieren könnte, wie von Seiten der Petenten beschrieben, dann wäre das ja zwei Drittel weniger. Das würde mich höchst erstaunen. Wäre erfreulich, wenn man das könnte, aber ich habe Zweifel an den Zahlen. Werden wir nicht jetzt klären können. Jetzt zur Frage. Herr Fuhrmann, Sie haben die Tradition der Kirchen erwähnt und ich möchte auf einen anderen Aspekt Tradition kurz eingehen und Sie dazu befragen. Wir haben schon die Zahlen gehört. Deutschland ist von den Toten pro Milliarde Autobahnkilometer, jeder ist einer zu viel, ich habe es schon gesagt, im unteren Mittelfeld. Und obwohl Deutschland neben Andorra, wie wir gehört haben, das einzige Land ist ohne Tempolimit, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass es eben bei uns eine freiheitliche Tradition gibt, auf Autobahnen kein Tempolimit zu haben, die auch baulich entsprechend unterstützt ist und technisch und mit der durchaus verantwortungsvoll umgegangen wird. Danke. Und an die Bundesregierung möchte ich noch eine Frage richten, die Verkehrskontrollen anspricht. Herr Staatssekretär Bilger, Sie haben es schon angesprochen, dass man eigentlich mehr kontrollieren müsste und dass es häufig um individuelles Fehlverhalten geht bei Unfällen. Haben Sie denn Zahlen drüber, welche Auswirkungen das auf die Verkehrssicherheit oder auf die Unfallzahlen hat, wenn verstärkt kontrolliert wird, speziell eben auch auf Abstand, völlig egal, ob es Tempolimit gibt oder nicht auf einer Strecke, oder eben auch auf die Einhaltung des Tempolimits? Danke. Vielen Dank. Herr Fuhrmann, bitte. Ganz kurz, Thema Freiheit. Meine Freiheit hat immer da Grenzen, wo ich andere gefährde und wo ich anderen ihre Freiheit einschränke. Das ist meine feste Überzeugung. Und als Zweites zu den Zahlen würden wir noch mal kurz reagieren. Also die Getöteten auf deutschen Autobahnen 2017 habe ich hier die Zahlen, 2017 waren es 409 Getötete insgesamt und 277 davon auf Streckenabschnitten ohne Tempolimit. Da wäre die Größenordnung 140 etwa die Hälfte und nicht zwei Drittel. Und diese Größenordnung würde sich in etwa decken mit dem, was in einer brandenburgischen Studie herausgekommen ist, was passiert, wenn man einzelne Streckenabschnitte mit Tempolimit versieht, was dort in einer Vorher-Nachher-Beobachtung beobachtet worden ist. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Bilger. Ja, ich kann vielleicht noch ein paar weitere Zahlen anführen, gerade noch mal, um auf den Vergleich in Europa zurückzukommen. In Deutschland haben wir pro 1 Milliarde gefahrene Kilometer 3,1 Verkehrstote, in Österreich 4,8, in den USA beispielsweise 5,0, also Österreich und USA bisher eben mit generellen Tempolimits, das mal nur zum Vergleich. Und auf unseren Autobahnen findet 31,6% des Verkehrs statt, aber eben in Anführungsstrichen nur 12% der Verkehrstoten kommen zu Tode auf den Autobahnen. Also das ist vielleicht auch da nochmal zur Relation. Leider habe ich Ihnen keine Zahlen, wie sich die Kontrollen auswirken auf das Unfallgeschehen. Das liegt daran, dass ja für die Kontrolle die Länder zuständig sind. Aber ich glaube, es dürfte unbestritten sein, dass es natürlich positive Auswirkungen hat, wenn die Leute wissen, da wird kontrolliert, da wird die Geschwindigkeit kontrolliert, da wird auch das Abstand einhalten kontrolliert. Deswegen gibt es da auf jeden Fall einen positiven Effekt, wenn Regeln für die Verkehrssicherheit bestehen, dass diese dann auch kontrolliert werden. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Willkommen zur Fraktion der FDP. Herr Manfred Hodenhausen. Ja, vielen Dank. Sie haben, Herr Koska, Sie haben jetzt gerade eben Vergleiche gebracht, wo die Unfallzahlen zurückgegangen sind. Allerdings sind auch die Unfallzahlen, die Sterbezahlen auch auf den unlimitierten Strecken zurückgegangen in der gleichen Zeit. Also da gibt es auch nicht nur diese eine Geschichte, wo es also eingeschränkt war. Jedes Leben ist wichtig. Ich finde gut, dass die Kirche sich einmischt. Wie weit muss man überlegen? Aber ich erwarte jetzt eigentlich auch, dass bald dann andere Petitionen kommen zum Thema Alkohol, Nikotin, Tabletten, Zucker. Wären auch Themen, wo sich Kirche einmischen könnte, wenn es um das einzelne Leben ging. Wäre es sicher eine interessante Geschichte. Zum Thema.
Ich war am Wochenende in Holland, in den Niederlanden. Und unter diesem Aspekt der heutigen Sitzung bin ich dort gefahren. Tempo 130, 120 ist immer weit angekündigt und weit sichtbar. Ich habe dort nicht festgestellt, dass es dort keine Staus gibt. Ich bin von einem Stau zum anderen gefahren. Es waren Staus ohne Ende, trotz diesem angeblich fließenden Verkehr. Es lag wohl an dem Wochenende, aber es war voll ohne Ende. Und was mir auch aufgefallen ist, das Fahrverhalten hat sich geändert. Diese Leute, die Niederländer, fahren anders als wir Deutschen. Wir sind es gewohnt, Abstand zum Vordermann zu halten. Es ist durchaus normal, dass wir einen Riesenabstand, Bremsweg, bei uns üblich ist. Bei denen nicht, die mischen sich in jede kleine Abstand, lieber Manfred, die man hat. Wir wissen ja deine Reiseerlebnisse zu schätzen, aber wir müssten die Frage etwas formulieren. Ja, ich versuche das jetzt gerade zu kommen. Jetzt würde ich das gerne machen. Hat das auf uns dann in Zukunft auch Auswirkungen auf unser Fahrverhalten? Und noch eine für mich sehr wichtige Frage. Ich habe jetzt gerade auch auf dem Weg hierhin alle möglichen Autozeitungen gelesen und habe festgestellt, alle Anbieter bieten meistens hoch-PS-mäßig an. Auch bei der Elektromobilität gibt es sehr viele Fahrzeuge, die deutlich über 200 oder an die 200 fahren. Was bringt es für Sie, wenn Sie die auch, also ökologisch kann es sicher nicht sein, was bringt es Ihnen, wenn Sie die auch auf 130 setzen? Denn die würden ja auch keinen Vorteil haben. Und an den Unfallzahlen ist das bei denen ja auch noch nicht gemessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr Fuhrmann, bitte. Ganz kurz zu der Freiheitsfrage oder zu der Bemerkung. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob ein Mensch sich durch Rauchen selbst gefährdet oder durch Alkohol oder ob er eine Handlung an den Tag legt, durch die er auch andere gefährdet. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Und eine Petition hat da meines Erachtens gar nicht Sinn, sondern da begleiten wir übrigens als Kirche viele Menschen in Beratungsstellen und so weiter, um tatsächlich da auch weiterzukommen. Aber die Frage würde ich gerne an Herrn Koska weitergeben. Dann Herr Koschka, bitte noch. Zum einen möchte ich klarstellen, dass alle Studien oder Vergleiche, die vorgenommen werden, natürlich immer die Bedingungen, die anderen Bedingungen konstant halten müssen. Das heißt, natürlich kann ich nicht das deutsche Straßennetz mit dem niederländischen vergleichen. Das ist anders ausgebaut, das hat eine andere Dichte und so weiter. Also wir müssen sozusagen gucken, was würde passieren, wenn wir mit dem hiesigen Straßennetz, auch was die Sicherheit angeht, was ja sicherlich ein sehr hohes Niveau hat, mit dem hiesigen Straßennetz ein Tempolimit einführen und dann, das legen eben Studien nahe, würde es wahrscheinlich, dass sowohl die Zahl der Verkehrstoten runtergeht, als auch die Kapazität im Sinne von Verkehrsfluss größer würde. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt zum Thema Elektrofahrzeuge. Die Elektrofahrzeuge, die heute verkauft werden, sind unter zwei Randbedingungen sozusagen wahrscheinlich nicht für die Zukunft repräsentativ. Das eine ist, wir leben gerade dabei, dass ein Spitzensegment sozusagen, wo es keinen Unterschied macht, ob man 10.000 Euro mehr oder weniger ausgibt, für Elektromobilität nutzbar gemacht wird. Und da ist es klar, dass da große leistungsfähige Autos verkauft werden. Das andere ist, dass wir eben heute eine Situation ohne ein allgemeines Tempolimit haben, in der die Autos generell anders für eine andere Verkehrssituation zugeschnitten werden. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass in Zukunft, wenn erstens Elektromobilität der Normalfall ist und zweitens ein allgemeines Tempolimit bestehen würde, auch niedrigere Motorisierung, damit einhergehend auch kleinere Akkukapazitäten, damit auch einhergehend geringere Umweltwirkungen in den verschiedenen Dimensionen, die auch mit der Akkuherstellung, aber dann auch mit der Stromnutzung für den Verbrauch verbunden sind. Vielen Dank. Nee, du wirst nicht gerochen. Fraktion Die Linke. Vielen Dank. Steinke. Noch mal eine kurze Bemerkung zu Herrn Staatssekretär. Sie haben gesagt, es spricht nichts dagegen, dass man nachts und auf freier Strecke auch mal mehr als 130, also ich gehe von 150, 180 aus, also auch in der Nacht ist der CO2-Ausstoß größer als bei 130. Also das ist jetzt eine Begründung, die ich überhaupt nicht akzeptieren kann. Schließlich geht es ja auch um Klima und Umwelt. Aber meine Frage dahin an Sie noch mal, wie sehen denn Ihre soeben benannten Innovationen, die Sie eben nur angestrichen haben, zum Klimaschutz auf Autobahnen aus? 130 km/h sind es offensichtlich nicht. Und warum ist Deutschland oder will Deutschland bei der sturen Haltung als einziges Land in der EU dabei bleiben, also keine Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen? Vielen Dank, Frau Steinke. Herr Staatssekretär, bitte. Ja, vielen Dank. Können wir uns vielleicht darauf verständigen, dass es in Ordnung ist, mit einem Elektroauto nachts auch mal mehr als 130 zu fahren, wenn das aus erneuerbarem Strom seine Antriebskraft bekommt. Zumindest ist das unsere Position, dass es auch möglich sein muss, dass ein Elektroauto auch höhere Leistungsfähigkeit hat. Weiß nicht, wie das gerade
da angeklungen ist. Also da glauben wir auch nicht, dass es Mobilität der Zukunft ist, dass es nur noch ganz kleine Autos mit geringen Geschwindigkeiten gibt. Im Übrigen zeigt das ja auch der Blick ins Ausland, dass im Ausland genauso Autos mit hohen PS-Zahlen verkauft werden, auch wenn es dort Tempolimits gibt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass in Europa durchaus unterschiedliche Diskussionen über ein allgemeines Tempolimit geführt werden. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Entwicklungen, die ich schon angesprochen habe, wie gesagt, Zukunftsmusik, autonomes Fahren, aber entwickelt sich jetzt schon, dass es eben auch dazu führen wird, dass auch in anderen Ländern höhere Geschwindigkeiten wieder möglich sein werden, weil man eben die 95% der Unfälle, die Menschen verursacht sind, damit nach und nach reduzieren kann. Ganz wichtig auch wieder beim Thema Vision Zero. Jetzt bin ich Ihnen dankbar, sofern der Vorsitzende es gestattet, dass Sie noch mal gefragt haben nach den Maßnahmen, die wir vorgelegt haben. Das ist natürlich zu wenig. Also kurz zusammengefasst, Förderung ÖPNV. Diese Bundesregierung gibt sehr viel Geld zur Unterstützung von Ländern und Kommunen für den ÖPNV. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die Fahrgastzahlen auf der Schiene zu verdoppeln bis 2030. Wir machen dafür sehr viel Förderung Radverkehr. Wir investieren in Radschnellwege, hat man früher immer gesagt, keine Zuständigkeit des Bundes. Wir investieren in Radwege entlang der Bundesstraßen. Zusätzlich kommen unsere Kampagnen. Wir setzen auf neue Mobilitätsformen, wie zum Beispiel die angesprochenen Elektrokleinstfahrzeuge. Wir setzen auf alternative Kraftstoffe, auf Güterverkehr, Verlagerung mehr auf die Schiene, Wasserstoff auf der Straße, andere alternative Antriebe auf der Straße für Lkw, genauso wie für Pkw, aber auch auf der Schiene und dann auf Effekte, die wir durch die Digitalisierung erzielen können, zum Beispiel eben eine bessere Verkehrslenkung. Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Anhörung kommt von Frau Wagner. Bitte schön. Ja, die Bemühungen der Bundesregierung, das alles zu fördern, entgeht uns natürlich auch nicht. Dennoch glauben wir, dass das Sektorziel im Verkehr, also die CO2-Minderung im Sektor Verkehr, überhaupt nur dann erreichbar ist, wenn alle, aber auch wirklich alle Instrumente bemüht werden. Und dazu zählt auch das Tempolimit. Aber ich habe noch mal eine konkrete Frage. Es gibt ja in Ihrem Hause eine bislang unveröffentlichte Studie, nach der bis zu 90% sich ohnehin an die Richtgeschwindigkeit halten. Und es gibt auch mittlerweile in der Bevölkerung eine veränderte Haltung zu der Frage des Tempolimits. Also die Akzeptanz ist immens gestiegen. Und deswegen verstehe ich nicht so richtig, wenn das alles so zutreffend ist, weswegen dann immer noch permanent von Gängeln die Rede ist. Wir gängeln die Leute ja auch nicht damit, dass wir ihnen auferlegen, bitteschön, ohne allzu viel Alkohol im Blut Auto zu fahren. Oder wir gängeln sie ja auch nicht mit der Gurtpflicht. Da war übrigens eine ähnliche Diskussion in den 70ern, wenn ich mich noch daran erinnern, was da los war. Die Freiheit war am Ende sozusagen. Und heute sagt kein Mensch mehr was zu Gurten. Deswegen wollte ich mal das Ministerium fragen, Sie, lieber Herr Bilger, was treibt Sie an, die restlichen 10%, die auf Biegen und Brechen rasen müssen, aus welchen Gründen auch immer, unbedingt schützen zu müssen vor der Gängelei durch die übrigen 90% der Menschen, die das eigentlich anders haben wollen auf unseren Autobahnen? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, es wird immer davon gesprochen, dass die Zahl der Verkehrstoten gesunken ist. Das ist in der Tat wahr. Auch das ist nicht an uns vorübergegangen. Allerdings hat das natürlich auch was mit den gewaltigen Dimensionierungen unserer Straßen zu tun und mit den immer schwereren und größeren, fast schon panzerartigen Autos und vielleicht auch mit einem gesteigerten Bewusstsein bei den Menschen, die sich per Auto bewegen. Was aber nicht gesunken ist und sogar noch ansteigt, das sind die Zahl der Unfälle mit Schwerstverletzten. Und auch da gibt es wieder einen inneren Zusammenhang zur Straße und zu den Autos. Das heißt also, sehr große Autos, freie Fahrt, sehr große Spurbreiten animieren zum sehr schnell Rasen. Und heute überleben Menschen bei Unfällen, die vor 20 Jahren noch daran gestorben sind. Aber das kann doch auch nicht im Interesse der Bundesregierung sein, dass es immer mehr Schwerstverletzte gibt. Da hätte ich gerne mal gewusst, was Sie dazu denken. Vielen Dank. Dann zur Schlussantwort, Herr Staatssekretär Bilger, bitte. Ja, der Hinweis ist wichtig, weil das oft untergeht, wenn man sich die Kurve anschaut, wie die Anzahl der Verkehrstoten sich seit den 70er Jahren entwickelt hat in Deutschland. Sehr erfreulich, aber es gibt eben sehr viele Schwerstverletzte
wie Sie es gerade richtig dargestellt haben, und das sollte man da schon auch immer im Blick behalten. Ich will aber noch mal darauf hinweisen, 60% der tödlichen Unfälle finden auf Landstraßen statt. Deswegen ist auch so wichtig, dass nicht nur wir als Bund in Erhalt unserer Bundesfernstraßen investieren, sondern auch die Länder und auch die Kommunen in ihre Straßen investieren, weil das eben auch ein großes Thema ist bei Verkehrsunfällen. Wenn die Straße nicht mehr in einem ordentlichen Zustand ist, wenn Spurrillen vorhanden sind, wenn die Ränder nicht mehr richtig gepflegt werden, also auch das gehört da dazu, für uns auch ein Schwerpunkt, viel in den Straßenerhalt zu investieren. Nochmal darauf hinweisen, dass für uns, wenn es um die Klimaziele geht, schon eine Herausforderung ist, dass wir entgegen dem, was angenommen wurde, als die Ziele beschlossen wurden, ein Bevölkerungswachstum haben, dass wir ein andauerndes Wirtschaftswachstum, was automatisch Verkehrswachstum bisher immer bedeutet hat, jetzt auch noch bedeutet haben. Aber trotzdem bekennen wir uns natürlich zu den Klimazielen der Bundesregierung und haben, wie gesagt, ich habe es so kurz darstellen können, auch unseren Vorschlag dafür eingereicht. Sie haben noch die Studie angesprochen, die ist mittlerweile veröffentlicht. Da würde ich jetzt aber auch Ihnen widersprechen, dass nicht, wenn 90% nicht die Höchstgeschwindigkeit fahren wollen oder generell nicht schneller fahren auf den Straßen, dass die dann automatisch alle für ein Tempolimit wären. Sie haben ja die Umfragen angesprochen. Ich finde Umfragen wichtig für uns als Politiker natürlich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man immer nur nach Umfragen Politik machen sollte, denn bisher waren die Umfragen, glaube ich, auch mehrheitlich gegen ein Tempolimit. Jetzt gibt es mal eine dafür, also müssen Sie Ihre Auffassung ja gleich wieder ändern, wenn es dann wieder eine andere Umfrage geben würde. Also es sind Hinweise, die wir natürlich auch ernst nehmen. Gut. Das war die Antwort auf die letzte Frage zu dieser Thematik. Damit sind wir am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke Ihnen, Herr Fuhrmann und Herr Koschka, ganz besonders für Ihr Kommen. Wir sind froh und dankbar für die Debatte. Und auch wenn das manchmal sehr kritisch gesehen wird, gewisse Themen, ist es wichtig, dass Petitionen eingereicht werden, um eine Debatte zu führen, um zu bestmöglichen Ergebnissen auch zu kommen. Und dafür vielen herzlichen Dank auch. Und auch an Sie, an die Bundesregierung, Herr Staatssekretär Bürger, danke für Ihr Kommen. Wir unterbrechen die Sitzung für bis ca. 13.10 Uhr. Der Herr Bundesminister habe ich draußen zumindest schon erspäht. Er ist also etwas eher gekommen. Aber eine kurze Umbaupause ist notwendig. Ich unterbreche bis 13.10 Uhr.